Willst du wieder Ansage machen? Nee, mach du mal. Ist Okay. auch ein geiler Anfang, den lasse ich drin. Okay. Okay, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Evolution mit dem Tom. Hallo. Ja, So. das war's schon. Tschüss. Ja, wir gehen jeder seiner Arbeit nach, jeder geht seiner Arbeit nach und dann das passt schon. Okay. So, jetzt habe ich ein komplettes Smattery in meinem Inventar. Ich überlege gerade, wie wir das Lager, ob wir das Lager noch größer bauen. Wahrscheinlich schon, das heißt. Ja, dann. Mach hier mal ein richtiges Fundament unter das Lagerhaus. Wo ist hier der Eingang hier, ne? Ja, Okay. eine Tür wäre auch mal noch nicht schlecht. Leider. Oh, warte mal, ich sammle mal die Setzlinge ein, falls da welche liegen. Ja, wir müssen den Höhleneingang ein bisschen woanders hin verschieben. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, der ist nämlich ganz schön im Weg. Aber kann man nicht auch eine Tür auf dem Boden bauen? Ja, eine Trapdoor. Eine Trapdoor meine ich. Eine Falltür. Und Auch Trapdoor. dann könnte man doch quasi hier einfach eine Tür hinmachen, dass man da nach unten geht und dann halt auch eine Treppe runterbauen, finde ich, weil so ist immer blöd mit hochlaufen. Ja, wir hatten ja schon geplant, dass wir Slabs machen. Beziehungsweise, oder halt diese Treppenstufen. Nein. Ja, ach so, ja. Ich hoffe, das ist weit genug. Ach, baust du da die Smattery hin, oder? Ja. Ja, zwei Platz vom Rand aus, würde ich schon sagen. Soll ich das hier mal zumachen? Das Loch? Lass erstmal offen. Ich lass mal ein Loch hier. Das sieht man das gerade nicht mehr. Mal hier Terraforming Simulator 2015. Ach 2016. so, warte mal, kann man eine Wand bauen? Fassade. Wand. Gemäldeleinwand, das ist super. Bilder bis jetzt aufhängen. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht, weißt du, dann könnte man hier so eine richtige Holzwand hinbauen. Da, hier. Nee, das ist Gartenrahmen. Das ist ja Bücherschrank. Werkzeugregal. So. Das hier. Ne, irgendwie. Doch hier, warte mal, was ist das? Was? Fassade. Braunsteinziegelstufe. Ne, Stufe will ich nicht. Nein, das ist, glaube ich, für später. Guck Oh, mal. das geht nicht. Guck dir das mal an hier. Ah, okay. Wir können max bis 4 Stacks jeweils reintun.
Ah, können die okay. Die großen bauen, können die bis 8 Stacks. Aber die sind halt nur kleiner, also halb so groß. Auch von der Breite aus. Okay. Und dann kann man halt auch schon eine Wand voll machen, das passt. Mhm. Noch kleiner gibt's glaube ich nicht. Wir können höchstens noch aus anderen. Nee, aber da könnten wir ja zum Beispiel die die gängigsten halt reinschmeißen einfach. Ja. Also halt ja, die Wand. Aber auch noch, wir können auch noch ein Storage Update machen. Dann haben die außen zum Beispiel Eisen oder Gold oder Obsidian oder sowas. Ja. Dann haben die zum Beispiel bei Obsidian das Fünffache. Okay. An dem, was sie jetzt reintun können. Betten sind in der Luft. Achso, warte mal, habe ich noch Kies? Vier ja, die Stück. Betten, die mache ich gleich wieder richtig. Weil sonst, wenn jetzt einer von uns stirbt, dann ist etwas blöd, weil du hast dich hier jetzt in das ganz ganz linke Bett gelegt. Ja. Egal, klappt schon. Ja, passt schon. Habe ich das Bett eingebaut. So. Ich wusste gar nicht. Kies baut man am besten mit einer Schaufel ab, gell? Wie wieder? Kies baut man am besten mit einer Schaufel ab. Ja. Hab ich etwas verrechnet. Nur verzählt. Und zwar wird das ein bisschen größer, das Haus hier. So schön aus. So, ich habe mal ein bisschen Kies geholt. Ja. Hier nicht, hier. Hallo. Ich muss demnächst mal was essen. Sonst haut's mich aus den Latschen. Ich denn jetzt hier? Was machst denn du da unten? Bist du reingefallen oder was? Ich dachte, hier unten wäre die Treppe dafür, für den Weg. Aber irgendwie war das nicht ganz so. Wer ist noch? Ach, ist noch hier. Gefunden. Sweet Potato. Ich mache ein bisschen Toastbrot. Okay. Was kann man denn aus Reis machen eigentlich? So, wollen wir uns nochmal gerade ein letztes. Nicht ein letztes Mal, aber gerade mal einmal ins Bett legen. Ja. Wo bin ich? Wo ist meine. Mein Bett ist weg. Ja, das habe ich gerade weggebaut, weil es stört etwas. Oh. Ich liege. Ja, ich auch. Ich muss was essen. Auch.
hab bloß noch zwei. Da, die beiden. Dahin. Okay, jetzt muss ich doch die Betten nochmal alle abbauen. Ich stelle erstmal hier hin. So. Ah, Ofen. Wo ist der mit der Kohle? Okay. Hm? Ah, gar keiner mehr. Die Kohle ist auch irgendwo in den Kisten drin. Hier oben sind noch zwei Kohle drin. Wo hast du die Werkbänke hingestellt? Kannst auch den anderen Table hier nehmen. Den in der Mitte, den Crafting Station. Achso. Das ist quasi, da kannst du einmal unten aus der Kiste das rausnehmen. Also links siehst du das ja dann. Und wenn jetzt jemand anderes drin craftet, siehst du das auch. Ah, okay. Und wenn du rausgehst, droppen auch nicht die Items. Ah, die bleiben drin liegen. Ja. Das heißt, wenn du irgendwas vergessen hast oder so, dann kannst du einmal raustappen und musst das jetzt nicht nochmal alles neu bauen. Neu reinlegen. So. Warum ist hier 9 Erde drin? Schon wieder in das Loch gefallen. Oh, toll. Oh Gott. Okay, so, wir haben ein Minecraft-Bild. Server closed, connection lost. Nee, echt. Oh Gott. So, wir unterhalten euch mit Kommentaren aus dem Fahrstuhl. Mit Fahrstuhlmusik. Ich mache jetzt ein paar Toasts. Ich habe jetzt mal aus dem ganzen. Hast du selber wieder online? Weiß nicht. Achso, ich dachte, du wärst schon drauf wieder. Ich habe mal drauf gedrückt. Ja, ich bin ja drauf. Oh, na Gott sei Dank. Pause überbrückt. Das wird nicht rausgeschnitten. Nee. So. Vielleicht mache ich wieder Zeitraffer rein. Für die 2 Sekunden. Ja. Was ist denn hier? Verbindet zum Server, ich kann nicht. Also ich bin schon drauf. Und hier Carpenter. In Carpenter. Blöcke. Na toll, was denn jetzt? Ich komme nicht mehr drauf. Ich muss Minecraft neu starten. Anmeldung fehlgeschlagen. Aha. Noch 2, ja. Da. Ah, ich war auch schon mal weiter, ne? Ja, da bin ich. Guten Tag. Guten Abend. So, Toastbrot ist fertig. Gebackene Kartoffeln sind auch fertig. Hier, hast du mal die Hälfte vom Toastbrot. Danke. Hier ist noch Erdnüsse. Das soll sich ja ausgewogen annähern. Soweit wollte ich jetzt auch nicht fallen. Mit das. Yep.
Okay, dann machen wir hier mal komplett aus Kürbis. Der eine Piepmatz ist abgehauen. Welcher? Na, der, den wir hier. Warte, ich hol den Sattel. Der rennt hier mittendrin rum. Mal warte, vielleicht kann ich ihn reinschieben. Wo ist der Sattel? Da ist der Sattel. Ach, den haben wir noch gar nicht getamed. Ist neuer, kleiner. Ja, ja. Warte. Oh, das hat nicht geklappt. Komm. Jetzt. Er liebt mich. Nee, ich habe ihn gerade. Aber ja, der liebt dich auch. So. Dann können wir ja weiter. Oh, wir haben einen grünen weiblichen und einen grünen männlichen. Oh, nice. Können wir die beiden. Nee, warte, wir brauchen einen blauen. Haben wir noch. So. Wir brauchen noch einen kleinen blauen. So, und du, Klausi und Yellow Ride. Wir haben einen kleinen blauen. Ja, cool. Muss der auch noch wachsen. Oh, süß. Ups. Süß. Okay. Dann würde ich hier mal. Also, es ist jetzt auf jeden Fall egal, wie welches Geschlecht dieser blaue Schokobo hat. Ja. Weil wir haben jetzt einen männlichen und einen weiblichen großen. Nice. Was hast du gemacht? Ich habe einen Kiesblock über eine Pflanze gesetzt. Das ganze Getreide weg. So, jetzt können die Storages das Dreifache halten. Kürbiskerne, Weizen. Reicht es dann hier als Weizenfeld? Ja, sollte. Erstmal. So, ich habe übrigens jetzt mal die Storage-Dinger hier abgegradet zu goldenen. Ja. Sie können jetzt das Dreifache halten. Und wenn du übrigens Shift und rechts drauf drückst, siehst du genau die Anzahl nochmal. Ah, okay. Wie viel drin ist. Also siehst du ja einmal oben, wird das ja angezeigt und Shift rechts liegt auch nochmal. Und die Updates siehst du auch noch. Ja,
cool, dann ja, würde ich sagen, schmeißt man da halt das rein, was man am meisten. User joined your channel. Hallo. 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 Sag ja. Hallo zu den Leuten. Hallo Leute von Basti und von Tomcat. Hallo. Gestern sagt er noch, nicht einfach reinkommen. Ich darf alles. Ach so. Ich wollte Leuten Hallo sagen, kommen. Und euch ein bisschen unterstützen. Also einfach so Motivation. Schub also, geben. Soll ich dir schon mal einen Statusbericht abgeben? Mhm. Wo du jetzt neidisch sein wirst. Wir sind so imbar, sag ich dir, Alter. Wir sind so produktiv heute. Es ist ernsthaft? Echt, ja? Wahnsinn. Wir haben ein... Warte, ich... Es wird schon wieder Nacht. Ja, es wird wieder Nacht. Soll ich dir mal gleich ein Bild schicken von unserer Farm? Gott, ich glaube, ich muss Stadt wechseln, Leute. Ne? Schreib mal bei Basti drunter, ob ich Stadt wechseln soll. Kannst du mit The Queen wechseln. Der, die das ist ja sowieso nie da. Der, die das Queen, ja. Da haben auch ein paar Chocobos. Was hat. Fickt euch. Habt ihr auch schon? Ja, natürlich. Wir sind jetzt dran, einen weißen oder einen schwarzen zu kriegen. Unser kleiner blauer wächst gerade auf. Alter. Mein Gott, und weißt du, was wir haben? Statt Orange. Wir haben. So ein viereckiges Häuschen. Ja, wir haben noch kein Haus. Wir haben noch gar kein Haus. Achso. Ah. Also wir sind jetzt dran, ein Lagerhaus zu bauen und auf der anderen Seite haben wir das Haus für die Smeltery. Okay. Klingt cool. Also bei uns in der Stadt kann die Hälfte nicht bauen. Nein, die können ja nicht bauen. Ja, wir haben uns überlegt, vielleicht mal nach einem Thema zu gehen, dass wir zum Beispiel sagen, wir bauen Mittelalter-Style oder. Das haben wir bei uns in der Stadt auch überlegt und das haben wir eigentlich auch gesagt, wir bauen im Stil von Mittelalter halt. Wir als Stadt Orange. Ja, und wir wissen halt nicht, wie wir bauen sollen. Und ich fände es halt noch schöner, wenn es noch diesen Chisel-Mod drin wäre. Ein Chisel 2-Mod. Weil da kann man auch für schöne Blöcke mitmachen. Das wäre auch schöner für die Stadtplanung, hätte ich was gesagt, für die Stadt. Aufmacher. Ja, ich kann es ja mal angucken. Eventuell können wir ja den noch rein. Ja. Wursteln irgendwo. Extra für dich. Oh. Vielleicht. Reinwursteln? Ja, reinwursteln. Ja. Ich bin der Landwirt hier bei uns. Ja. Ja, da hab ich einfach mal kurz eure Ausnahme gleich, ne? Ja. Macht nichts. Ich bin schon böse, ne? Ja, und der Server hat eben neu gestartet. Ja, der startet immer um 15 Uhr neu. Ja, toll. Das ist noch eine gute Danke, dass du mir das sagst. Vielleicht, dass er mal irgendwie um 0 Uhr, wenn keiner da ist. Ja. Basti. Ja. Ich muss da meine Folge 5, glaube ich, war das, angucken, wenn die dann online ist. Okay. Ich wurde von der Spinne gekillt. Das war Magic Missy irgendwas Spinne. Die hat mir One-Hit gegeben. Ich hatte eine komplette Eisenrüstung an. Die hat mir One-Hit gegeben. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe wirklich... Und dann plötzlich war sie weg. Oder vielleicht habe ich sie auch mit der Lava gekillt. Ich habe dann wieder hingerannt, Eimer genommen und Lava genommen und dann einfach tot. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das so von Minecraft aus ist, aber wenn dich hier ein Mob getötet hat und du nicht in den Trunk bist und der nicht geladen wird, dass du dann, dass das Mob dann despawnt. Ach so, das könnte sein. Das wäre, weil plötzlich war sie nämlich weg, als ich wieder da war. Aber, naja, ich war froh, wenn ich ehrlich bin, weil er hat keine Chance gehabt gegen die heiße Spinne. Ja. Ja, wenn man halt damit so mieser Ausrüstung ist. Jetzt kommt er wieder. Hast bestimmt schon komplett die Ausrüstung, ne? Haben wir überhaupt ein Dia? Du musst doch nicht alles wissen. Ja, wir haben stackweise Dias. Ist gerade Tag oder noch? Tag. Achso. Aber du darfst trotzdem nicht auf den Server kommen. Okay, dann gehe ich. Oh Mann.
Ja, meine komplette Aufnahme 4, die ich mit den anderen Boys gestern gemacht habe, ist weg, ne? Warum? Weil hab die zwar aufgenommen, aber mein kompletter Sound klingt, als ob ein Tier sterben würde. Also, cool. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie, mein Mikro oder so hat nicht aufgenommen oder vielleicht hat Audacity oder so gesponnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall klingt das, als ob man ein Tier erwürgen würde. Ey, wir müssen mal stoppen, gell? Wir sind schon über 25 Minuten. Oh. Oh ja, warte. Lass uns wenigstens noch die Leiter, die Carpenter-Leiter hier unten hin machen. So, an die mache ich jetzt noch Erde. Dann sieht das wenigstens geil aus. So. Alles klar, dann können wir ja das Ganze beenden und dann können wir ja mit Nico gleich aufnehmen. Wenn er mögt. Wenn er mag. Hatte ich eigentlich vor. Ja gut, dann sag ich mal tschüss für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder vielleicht oder so. Ja, vielleicht. Vielleicht nimmt er auch ein anderer auf. Genau, und ihr guckt einfach die anderen. Tschüss genau. an die lieben Zuschauer von Basti und Tomcat und schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Ich werde ihn nicht verlinken. Tschüss. Ich auch nicht. Ciao. Ciao.